Im Jahr 2012 bei der Premiere machen sich 58 Teilnehmer auf den Weg von Oggau nach Oggau, 120 Kilometer rund um den Neusiedlersee. Heuer, 12 Jahre später, werden es mehr als 3000 Menschen sein, die verschiedene Distanzen in Angriff nehmen. Die Burgenland-Extremtour ist mittlerweile völkerverbindend. Doch woher kommt eigentlich diese Faszination für ein Sportevent, bei dem man sich durchaus auch quälen muss? Ja, das ist halt ein tolles Abenteuer, ist ein Bewegungsangebot und das nehmen viele Leute wahr. Es ist das Abenteuer vor der Haustüre. Man braucht nicht viel, um da mitmachen zu können. Und wir sind wettbewerbsfrei, das ist auch ein Punkt, was viele Leute schätzen, dass man nicht gegeneinander geht oder gegen die Zeit geht, sondern miteinander geht und die Zeit auch für sich nutzt. Das Teilnehmerfeld ist bunt, die Beweggründe mitzumachen sind unterschiedlich. Lukas Unger zum Beispiel will heuer die Halbdistanz bewältigen, im Laufschritt 60 Kilometer mit Start in Ilmitz und Ziel in Oggau. Die Distanz für ihn als Ironman-Finisher und geübten Läufer ist grundsätzlich kein Problem und trotzdem, es wird eine Herausforderung. Für diesen konkreten Start habe ich jetzt keine spezielle Vorbereitung. Ich mache das jetzt mehr oder weniger aus dem Training und ich bin jetzt gespannt, ob es ein langer Leidensweg wird oder ob es doch noch irgendwie halbwegs funktioniert. Wettbewerb gibt es keinen. Der einzige Kampf ist der Kampf mit sich selbst. Auch der mittlerweile pensionierte Arzt Andreas Kampitsch wird heuer wieder mitwandern. Seit seinem ersten Start vor einigen Jahren hat ihn die Tour nicht mehr losgelassen. Naja, ich bin ja Oggauer und ich wohne vis-à-vis vom Gemeindeamt. Das tut das seit Jahren der Startpunkt der Tour. Und ich habe 4 in der Früh mal runtergeschaut und habe mir gedacht, das sind wahnsinnig, die da unten mitten in der Nacht losmarschieren. Und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, eigentlich war schon was. Nicht? Und dann haben sie also, abgesehen von den 120 Kilometern, die kürzeren Strecken eingeführt, haben wir gedacht, das wäre schon realistisch. Seit der Premiere 2012 ist die Burgenland-Extremtour nie ausgefallen. Aufgrund der Pandemie hat sie in den letzten beiden Jahren aber im Sommer stattfinden müssen. Kurze Hosen werden heuer aber kein Thema sein. Burgenland-Extrem ist ein Winterabenteuer, bleibt ein Winterabenteuer. Das waren 2 Ausflüge in den Sommer. Man hat gut funktioniert, aber wir bleiben im Winter und wir freuen uns auf das Winterabenteuer 2023. Bemerkenswert ist auch wieder einmal die Anzahl der jüngeren Mitstreiter. Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland, aber auch aus vielen anderen Bundesländern werden die faszinierende Gegend rund um den Neusiedlersee gehend erkunden.